Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, dem ersten in diesem Jahr und dem ersten seit extrem langer Zeit. Ich stehe jetzt hier gerade und habe mir nervös Zeit gelassen, endlich auf den Knopf zu drücken, aber ihr habt mir schon so oft so lieb geschrieben und gefragt, hey Steffi, warum gibt es denn keine neuen Videos? Und deshalb habe ich heute am 5.5. zum Vollmond gedacht, es gibt mal wieder etwas Neues von mir. Und weil tatsächlich dieser Kanal aus dem Schüsslersalz Adventskalender aus dem Jahr 2016 irgendwie so richtig schön Fahrt aufgenommen hat, werde ich auch tatsächlich heute genau über dieses Thema sprechen. Und zwar erzähle ich euch oder beziehungsweise erläutere euch noch einmal die vier Schüsslersalze, die euer Leben leichter machen. Darum geht es heute in diesem Video, so heißt auch dieses Video und deswegen starten wir direkt los, weil ich glaube, dass der Frühling doch tatsächlich eine super schöne Gelegenheit ist und sich natürlich viele auch so ein bisschen den Kopf zerbrechen, Stichwort Bikini-Figur, wobei es darum eigentlich überhaupt nicht geht. Gerade gestern Abend hatte ich total viele schöne Einfälle, worum es mir eigentlich geht, weil das ist auch so ein Mitgrund, warum ihr so lange nichts von mir gehört habt, dass ich mich immer mal wieder frage, was möchte ich euch denn eigentlich in der Tiefe mitgeben? Und manchmal kratzen mir die Schüsslersalze zu sehr an der Oberfläche. Auf der anderen Seite merke ich dann wieder, dass es halt auch für viele ein total schöner Einstieg ist. Und was ich an den Schüsslersalzen liebe, ist, dass es einfach 12 Mineralstoffverbindungen sind, die im Prinzip, also aus denen wir entstehen und diese Einfachheit, die der Dr. Heinrich Wilhelm Schüssler, ein homöopathischer Arzt aus Oldenburg aus dem vorletzten Jahrhundert, der hat es halt einfach wirklich gut hingekriegt. Und das war sein Ansatz, dass jeder, der sich vielleicht damals auch keinen Arzt leisten konnte, sich einfach selber helfen kann. Und aufgrund eurer Kommentare und der vielen Fragen, auf die ich, verzeiht es mir bitte, auch viel zu selten eingehe, weil YouTube ist für mich nur ein Hobby. Und manche Fragen erklären sich auch eigentlich durch die Videos, die ich halt einfach so bereitgestellt habe. Manchmal muss man nur ein bisschen schauen. Aber diese ganzen Fragen zeigen mir einfach, dass es euch beschäftigt und dass ihr damit rumprobiert. Und das Thema leichter Leben ist einfach auch eins, das uns immer wieder beschäftigt. Und streichen wir oder schieben wir die Bikini-Figur mal weg und diese ganzen Ansprüche, die die Gesellschaft an uns hat. Aber leicht zu leben ist ja auch einfach, das hat mit Freiheit zu tun. Für mich hat das auch ganz viel mit Gesundheit zu tun, unser System möglichst nicht zu arg belasten. Und wenn wir es denn dann doch phasenweise mal getan haben oder im Alltag noch nicht so richtig für uns die Balance gefunden haben, dann ist es halt einfach schön, sich hier und da was Gutes zu tun. Und deshalb starten wir jetzt auch direkt los. Ich habe schon wieder 3 Minuten gesprochen, wobei ich heute auch nicht auf die Zeit achte. Ich bin einfach froh, dass ich jetzt hier vor der Kamera stehe für euch, dass das Video läuft und ich hoffe auch, dass die Randgeräusche, ich habe 2 Katzen, die hier ober mir auf der Empore sitzen, über mir, ober mir, oben drüber, die eine, die schart gerne mal so ein bisschen, dass diese Hintergrundgeräusche nicht allzu störend sind. Denn, wie vielleicht viele oder alle von euch mitbekommen, ich bin amateurhaft unterwegs, ich mache das hier mit meinem Handy, ich mache das im Moment alles noch selber, ich weiß nicht, ob es eines Tages jemanden gibt, der mir da vielleicht ein bisschen unter die Arme greift und auch alles vernetzt, weil ich habe im November zum Beispiel auch einen Podcast gestartet, den ihr bei Spotify, ich glaube auch bei iTunes, ich weiß aber nicht genau, auf jeden Fall bei Spotify hören könnt. Und er heißt Happy, Healthy and Holistic. Einige der Videos sind oder einiges an Content ist auch von YouTube darüber gewandert, aber so 2, 3 Beiträge gibt es da auch, die hier tatsächlich eben auch noch nicht verknüpft sind. Das nur mal so am Rande. Und jetzt geht es bei Minute 4 auch tatsächlich los mit dem ersten der 4 Schüsslersalze, die dir in ein leichteres Leben verhelfen können. Und es ist tatsächlich auch die Nummer 4. Und da habe ich mir aufgeschrieben, die Nummer 4 bringt deine Drüsen in Schwung. So als Stichwort. Und viele fragen auch immer mal nach der Firma. Also ich habe tatsächlich hier so noch aus vor 20 Jahren ungefähr meine Adler Pharma Dosen. Die konnte man früher auch hier in Deutschland beziehen. Das ist eine österreichische Firma, gibt es glaube ich aber nicht mehr. Die meisten Apotheken bestellen Pflüger oder DHU. Ich persönlich habe meistens die Firma Pflüger, weil sie einfach doch noch mal 1, 2, 3 Euro günstiger sind.
bei den Preisanstiegen der letzten Jahre finde ich das doch immer noch, ja, es ist halt einfach dasselbe drin. Es ist alles nach dem homöopathischen Arzneibuch zusammengestellt. Das heißt, ihr findet da einfach keine Unterschiede außer in der Verpackung. Und wie gesagt, ich fülle mir halt immer wieder diese Dosen auf, weil die so einen schönen Schraubverschluss haben. Und die Nummer 4 ist das Kaliumchloratum. Chloratum, da kommt heute noch ein zweites Salz aus dieser oder in dieser Verbindungsklasse. Das ist im Prinzip eine neutrale Verbindung. Kaliumchlorid. Viel bekannter ist das Natriumchlorid, gehe ich später darauf ein, aber das Kaliumchlorid, die Nummer 4, bringt deine Drüsen in Schwung. Und wenn du leichter leben möchtest, wenn du möchtest, dass sich in deinem Stoffwechsel irgendwas tut, dann sollten deine Drüsen arbeiten. Es gibt unglaublich viele Drüsen im Körper, die Schilddrüse, die heißt tatsächlich auch so, oder die Zirbeldrüse, die hier oben in unserem Kopf sitzt. Dann gab es mal hier irgendwie so im ein bisschen über dem Solarplexus, so beim Herzchakra ungefähr auf der Höhe, die Thymusdrüse, die deine Immunzellen produziert, wo man sagt, bei Erwachsenen ist die dann verkümmert. Möglicherweise ist das so, dennoch gibt es diese Drüse und sie besteht in deinem Körper. Dann gibt es die Geschlechtsdrüsen, die Keimdrüsen eben. Und eine ganz, ganz große Drüse ist auch deine Leber, die, ja, wie ja wahrscheinlich viele wissen, halt auch maßgeblich an der Entgiftung beteiligt ist. Und wenn du deine Drüsen in Schwung bringst, dann setzen die halt auch was um, dann funktioniert dein Stoffwechsel einfach besser. Auch noch die Speicheldrüsen. Bei ganz vielen, also ne, die Ohrspeicheldrüse, alles was wir hier oben sowas einfach Säfte produziert, die Bauchspeicheldrüse, der Pankreas. So viele Drüsen und deswegen die Nummer 4 ist oft so ein bisschen vielleicht nicht ganz so griffig für manche, weil es halt so verstreut ist. Aber im Endeffekt bringt die Nummer 4 einfach so ein bisschen Schwung in deinen Stoffwechsel. Und wenn du zum Beispiel abnehmen willst oder was auch immer, oder du hast Verdauungsprobleme, dann ist es natürlich immer ein guter Gedanke, deine Drüsen zu unterstützen. Oder du hast irgendwelche hormonellen Schwankungen. Also das Stichwort Drüsen und auch bitte an alle Schilddrüsenpatienten, keine Angst. Also das ist alles, die Schüsslersalze wirken regulierend. Das ist jetzt nicht irgendwie, oh, wenn ich L-Tyroxin nehme, darf ich dann irgendwie nicht. Nein, so ist das nicht. Dieses Kaliumchloratum ist wie gesagt eine neutrale Mineralstoffverbindung, die sich hier aber eben total gut bewährt hat. Und wenn du was ankurbeln willst, wenn du was verändern willst, dann brauchst du halt auch ein bisschen, dann brauchst du halt einfach Energie. Und die kannst du durch diese Verbindung deinen Drüsen bereitstellen und dadurch halt auch ja, in ein leichteres Leben starten. Es gibt auf dem Kanal ja auch schon ein Video, wo ich im Prinzip diese 4 Verbindungen auch vorstelle. Das ist die Stoffwechselkur. Dieses Video ist aber einfach inzwischen 6 Jahre alt. Das habe ich 5 Jahre alt, ich glaube, das habe ich 2015 im Frühjahr auf meinem Balkon, damals noch in Berlin gedreht. Ich bin jetzt in Freiburg. In den 5 Jahren ist bei mir so viel passiert und das ist auch das, worüber ich immer nachdenke. Was möchte ich euch mitgeben? Wer möchte ich hier sein? Warum ich auch, glaube ich, heute so nervös war und ein bisschen gehemmt? Ja, weil ich vielleicht auch einfach viel zu hohe Ansprüche habe. Ich stehe jetzt seit einem knappen halben Jahr auch wieder in der Apotheke, Teilzeit, um halt einfach hier so auch wirklich meins voranzubringen. Ich glaube einfach wirklich an ganzheitliche Gesundheit und ich glaube daran und ich weiß das einfach. Ich habe dieses innere Wissen, dass wir Menschen uns so viel Gutes selber tun können. Und in verschiedenen Videos gehe ich auch gerne spreche ich einfach über verschiedene Perspektiven. Heute mal wieder, weil ihr das einfach alle so gerne habt und weil ihr mich so lange nicht gehört habt, die Schüsslersalze, an denen man sich natürlich auch immer ganz gut dran lang hangeln kann. Und auch die haben ja auch physische bzw. psychische Aspekte, wo sie uns stabilisieren. Da gehe ich jetzt hier in der Tiefe nicht drauf ein, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Aber die Nummer 4, um es nochmal zusammenzufassen, bringt deine Drüsen in Schwung. Du kannst es nochmal nachhören, es gibt diverse Drüsen und wenn du zum Beispiel halt einfach möchtest, dass hier und da auch ein paar Pfunde kullern und was abgebaut wird, dann müssen deine Drüsen arbeiten. Dann braucht es Säfte und dafür ist die Nummer 4. Das zweite der 4 Verbindungen ist die Nummer 8 und da sind wir auch direkt bei der zweiten Chlorverbindung. Das einfach mal, die beiden sind so ein bisschen so wie die Bruder und Schwester, kann man sagen. Auf jeden Fall sind sie eng verwandt. Kaliumchloratum, die 4, Natriumchloratum, die 8. Und die Nummer 8 kennt jeder. Auch wenn ich das jetzt übersetze, das ist nämlich das Kochsalz.
Das ist tatsächlich NaCl. Das ist das, was ihr in eure Suppe tut, in euer Nudelwasser, überall hin. Und die Nummer 8 bringt deinen Wasserhaushalt in Balance. Und du kannst dir, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie durcheinander der bei vielen Menschen ist. Weil, also Anzeichen zum Beispiel, es gibt ja auch Antlitzanalysen, mit denen man so ein bisschen gucken kann, oder auch gute, tiefergehende Fragen, mit denen man erforschen kann, welche Schüsselsalze für dich gut sind. Aber die Nummer 8 ist bei ganz vielen ein Thema. Zum einen hat es auch, also zum Beispiel alle, die Gelenkprobleme haben, wenn es kracht, Nummer 8 zum Beispiel, knackende Gelenke. Aber viel wichtiger ist dieses, wer ganz viel schwitzt oder ganz wenig, wer ganz viel Durst hat oder ganz wenig, wer ganz viel trinkt oder ganz wenig, wer eine sehr trockene Haut hat oder halt eben, ne, oder eben nicht, also einfach Trockenheit generell, trockene Schleimhäute, trockene Augen oder eben tränende Augen, überall, wo irgendwie das Wasser nicht in Balance ist, da kann die Nummer 8 unglaublich gut helfen. Manchmal auch bei Kopfschmerzen, weil Leute ja doch auch immer wieder vergessen, genug zu trinken. Und das ist halt einfach, also manchmal trinken die Leute genug und trinken eben besonders viel, vielleicht 3, 4 oder mehr Liter. Aber es ist auch nicht, also es ist auch nie genug. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dein Wasserhaushalt halt einfach nicht in Balance ist. Und da wir zu den überwiegenden Prozenten aus Wasser bestehen, ist es halt unglaublich wichtig, dass du hier nicht, also dass du durch Kochsalz, als Schüsselsalz, als Nummer 8, dass du hier vielleicht ein bisschen lenkst. Weil das andere ist zum Beispiel auch Menschen, die ganz, ganz viel nachsalzen oder gar kein Salz nehmen. Gar kein Salz ist nicht besser als zu viel Salz. Es ist einfach auch aus der Balance. Und von daher hier die Mitte, die Ausgewogenheit zu finden, darum geht's. Und wenn du leichter leben möchtest, worum es eben heute geht, ist das auch ein Thema. Bei ganz vielen Menschen gibt es Wassereinlagerungen. Da kommen wir gleich zum übernächsten Salz, was da ganz konkret eben mitwirkt. Aber die Nummer 8 braucht es eigentlich auch, egal wo Wasser ein Thema ist. Also Menschen, die ganz viel Nasenspray nehmen oder die auch so mit ihren Schleimhäuten Allergie-Thematiken haben, da sind die Nummer 4 und die Nummer 8 auch zum Beispiel ganz, ganz, ganz tolle Unterstützer oder nach Nasenspray-Abhängigkeit. Also ich könnte jetzt hier so viel erzählen, aber ich will meinen Fokus so ein bisschen auf diesem leichter Leben-Thema lassen und hoffe, dass die Nummer 4 und die Nummer 8 als so, ja, als irgendwie so Sparing-Partner, die Chloridverbindungen, die neutralen, jetzt ganz gut rübergekommen sind. Und die Nummer 8 ist tatsächlich auch der Mineralstoff für deine Nieren. Und was machen deine Nieren? Deine Nieren filtern, und über deine Harnwege und deine Blase wird eben Wasser abgegeben, überschüssiges, wo halt einiges dann drin gelöst ist. Aber die Nieren sollten einfach gut verbinden. Hat auch natürlich was mit paarigen Verbindungen. Das sind dann auch wieder andere Ebenen, vielleicht auch Beziehungsebenen, die da eine Rolle spielen können. Aber rein stofflich kannst du mit diesen beiden Verbindungen, der Nummer 4 und der Nummer 8, schon unglaublich viel Gleichgewicht in dein System bringen. So, weiter geht's mit der Nummer 9. Das ist auch eine Natriumverbindung, aber Natriumphosphoricum. Also im Prinzip kombinieren wir hier heute Kaliumchlorato mit der Natriumfamilie. Und die Nummer 9 bringt Basenpower in dein System. Die Nummer 9 ist von den 12 Verbindungen die einzige basische Verbindung. Das hat dann was mit den biochemischen Stoffwechselwegen und Reaktionen zu tun, warum man sie eben so bezeichnet. Sie reagiert in deinem Körper als Base, und das heißt, dass sie deine Säuren neutralisieren kann. Und ich weiß nicht, wer das Buch kennt, Biotop Mensch. Ich finde es ein Klassiker. Es ist so cool geschrieben, ist bestimmt schon 30 Jahre alt oder so. Aber da wird der menschliche Körper und unser System und auch die ganzen Zellzwischenräume mit einem Gewässer beschrieben. Und wenn man dieses Gewässer, also wenn das halt irgendwie umkippt, und das ist bei ganz vielen Menschen der Fall, dass wir innerlich, also zwischen den Zellen und überall, dass wir umgekippt sind, dann ist es wie so ein Tümpel, der anfängt zu stinken und wo halt einfach, also wo wahrscheinlich irgendwann nicht mal mehr ein Frosch oder eine Kröte drin leben wollen. Und das könnt ihr euch tatsächlich, so blöd das klingt oder so bitter das klingt, teilweise auch im übertragenen Sinne für euren Körper vorstellen. Da ist echt was umgekippt, weil einfach nur Säure, Säure, Säure. Ganz viele Nahrungsmittel, ich musste gerade kurz überlegen, weil Lebensmittel sind es ja heute leider kaum noch, ganz viele Nahrungsmittel wirken säurebildend und lassen Abfallstoffe in eurem Körper.
wenn ihr nicht vernünftig ausatmet, CO2, diese Säure abatmet, weil ihr flach atmet, weil ihr hektisch, weil ihr einfach immer unter Stress seid, dann gebt ihr nicht genug Säuren ab. Ihr könnt auch über die Haut entgiften, aber viele Menschen kleistern sich irgendwelche Aluminiumdeos unter die Achseln, dass der Schweiß nicht mal mehr rauskommt, aber das Gift bleibt in euch drinne. Hier empfehle ich ja auch immer gerne Basenbäder, Kräutertees, die halt wirklich einfach auch basisch und mineralstoffreich unterstützen können. Aber die Nummer 9 ist hier auch wunderbar hilfreich. Und die Nummer 9 ist auch, also hat als Anzeichen, als Antlitzzeichen Säurebeschwerden, also Pickel, eher oft bei jungen Leuten. Im Alter ist es dann das Rheuma. Rheuma ist eine ganz typisch krasse Säurekrankheit. Von der Schulmedizin wird so leider nicht kommuniziert. Da werden dann irgendwie alle möglichen Sachen gegeben, gespritzt. Das ist halt eine krasse Krankheit. Das ist halt einfach, weil jahrzehntelang Säuren angesammelt wurden und nichts rauskam. Und der Stress, also man will das eigentlich alles gar nicht wissen. Und eben Hautunreinheiten und Rheuma, das sind so diese zwei ganz krassen Extreme. Kurzfristig kennen es viele Leute vielleicht auch als Sodbrennen. Diese drei Dinge sind auf jeden Fall Anzeichen, dass dir die Nummer 9 helfen kann, deinen Säure-Basen-Ausgleich, deinen Säure-Basen-Haushalt auszugleichen. Jo, und zu guter Letzt kommen wir zum letzten Familienmitglied der Natriumfamilie, so wie ich sie jetzt einfach mal genannt habe, der Nummer 10, das Natriumsulfuricum, Natriumsulfat oder sogenanntes Bittersalz. Kennen manche vielleicht aus Fastenkuren zum Abführen, so wirkt das nicht. Die Schüsselersalze wirken nicht so. Die Schüsselersalze haben auch keinerlei Nebenwirkungen mit irgendwelchen Medikamenten. Und was diese Nummer 10 tut, das ist sozusagen die Müllabfuhr in deinem Körper. Die schmeißt überflüssigen Müll aus deinem Körper raus. Das heißt, wenn du jetzt deinen Wasserhaushalt in Balance bringst, alles schön gelöst sein kann, mit der Nummer 9 neutralisierst du, dann kommt die Nummer 10 und schmeißt das raus. Und zum Beispiel Wasseransammlungen in den Beinen oder auch so, man hier unter den Augen so dicke Tränensäcke hat, das sind ja Anstauungen. Kann auch immer was mit dem Herzen zu tun haben oder mit der Leber, aber auf jeden Fall ist da Wasser angesammelt und Entgiftung hilft da immer. Und die Nummer 10 ist das Mittel für die Leber und für den Darm. Und das sind beides ja eben so Müllabfuhrunterstützer. Verschiedene Stationen, der Darm bringt es dann letztendlich raus. Und das ist natürlich, was wir wollen. Und diese Kombination all dessen, die 4, die 8, die 9 und die 10, als sogenannte Stoffwechselkur. Also ich habe es schon öfter mal so, also einfach so, weil es halt ein totaler Klassiker und Standard ist, Menschen empfohlen und das vielleicht noch so mit 2, 3 anderen Umstellungen bei dir, entweder, dass du deine Ernährung ein bisschen umstellst, intermittierend isst, dich mehr bewegst, was auch immer, oder vielleicht wirklich nur die Stoffwechselkur machst und genügend Wasser trinkst, kann echt dazu führen, dass dein Körper überschüssigen Ballast loslassen kann, du möglicherweise, hoffentlich, bei vielen war das so, leichter leben kannst. Ich glaube, das Krasseste, was ich gehört habe, war bei der Mutter von einer Freundin, die irgendwie innerhalb von 4 bis 6 Wochen, glaube ich, 7 Kilo verloren hat. Vor allem, und das, also was sie am konsequentesten gemacht hat, war eben diese Stoffwechselkur mit den Schüsselersalzen. Und ich könnte zu jedem Salz so viel mehr erzählen. Und das lasse ich dich jetzt hier auch noch wissen, für alle, die fast 20 Minuten zugehört haben. Deshalb eben auch der Podcast, weil da ist man irgendwie anders bereit, glaube ich, einfach zuzuhören. Ich werde am 1. Juli einen Workshop anbieten. Da kannst du mir gerne, schreibe ich in die Kommentare, eine E-Mail an moin@steffifischer.com schreiben, wenn du interessiert bist. Und wenn wir 10 Leute oder mehr zusammenkriegen, findet dieser Workshop statt am Samstag, den 1. Juli. Ich weiß die Zeiten noch nicht ganz genau, aber irgendwann zwischen 10 und 11 bis 14, 15 Uhr setze ich das Ganze an. Und da werden wir diese 4 Schüsselersalze in der Tiefe besprechen. Wir werden auf die psychischen Hintergründe halt auch eingehen, weil vielleicht sind da ja auch Themen versteckt, warum du dich belastest, warum du Ballast mit dir rumschleppst, der einfach nicht mehr zu dir gehört, warum du dich beschwerst, und gucken einfach ein bisschen genauer, wie du leichter leben kannst, und werden auch die Antlitzzeichen besprechen. Das heißt, du wirst 4 von den 12 Schüsselersalzen schon mal wesentlich genauer kennenlernen. Ich denke, dass es wahrscheinlich so 200 Euro kosten wird. Und wie gesagt, wenn sich 10 oder mehr Leute melden, dann findet dieser Kurs statt. Details folgen und wie gesagt, ich schreibe auch meine E-Mail-Adresse noch hier unten in die Kommentare. Ich freue mich total. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es sind jetzt echt 20 Minuten geworden. Ich könnte euch noch so viel mehr erzählen. Also auch die 10 habe ich jetzt eigentlich so abgekürzt und sie nur so in die Reihe gebracht.
Aber ja doch, wenn ich anfange drüber zu reden, es begeistert mich einfach. Und diesen Funken möchte ich gerne auf dich überspringen lassen, weil mit diesen 12 Mineralstoffen, mit diesen 12 Mitteln, kannst du dir selber so viele große Gefallen tun. Was ich natürlich nicht vergessen darf, ist die Dosierung. Ich persönlich empfehle 7 bis 10 Stück pro Mineralstoff. Eigentlich ruhig 10. Das sind alles gut verträglich bekömmliche Mineralstoffe, die dich ausschließlich fördern, die überhaupt keine komischen oder irgendwelche Ausscheidungsreaktionen hervorrufen, sondern einfach nur gut und unterstützend für dich sind. Und wem es zu viel ist, 40 Tabletten, 4x10 am Tag zu lutschen, der nimmt sich einfach eine mindestens 1 Liter Wasserflasche oder eine Karaffe oder was auch immer, gibt seine 40 Mittel da rein, lässt es mindestens eine halbe Stunde stehen und dann wird dieses Wasser über den Tag verteilt schluckweise getrunken. Du kannst dir auch 4-mal am Tag ein Heißgetränk oder ein Kaltgetränk, nimmst ein Glas Wasser, tust morgens die 4-10er rein, mittags die 10-4er, 10-8er, 10-9er, 10-10er. Völlig egal, was du morgens, mittags, abends nimmst, mach das auch einfach ein bisschen intuitiv. Du kannst sie auch einfach in die Hosentasche lutschen. Wenn du eine Laktoseintoleranz hast, nimmst du dir so einen selbstbefüllbaren Teebeutel, gibst diese 40 oder 4x7, 28 Schüsslersalze da rein oder 4x8 oder 4x9, wie auch immer du das möchtest, aber nimm ruhig ordentlich, also bis zu 10, echt gar kein Problem. Und dann gibst du diesen Teebeutel in das Wasser, lässt es stehen. Die Mineralstoffe gehen ins Wasser über und haben den positiven Effekt, den du dir vielleicht jetzt in diesem Frühling gönnen möchtest, um ja, tatsächlich zukünftig in ein leichteres Leben zu starten. Oh, jetzt möchte ich noch diesen Seufzer der Erleichterung mit euch teilen, dass ich jetzt gerade echt mein erstes Video nach über einem Jahr, glaube ich, aufgenommen habe. Ich bin jetzt wieder öfter für euch da. Ich werde mich allerdings noch nicht festlegen, weil ich einfach... Das sind auch innere Prozesse, die losgetreten werden, wenn du für dich und deinen Weg gehst. Vielleicht ist der ein oder die andere auch auf diesem Weg und kennt das. Und von daher an alle meine Fans und die mir immer so lieb schreiben, danke, danke, danke. Ja, wer sich jetzt tatsächlich die 22 Minuten genommen hat, nochmal danke, danke, danke. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass ich das aufgenommen habe, es euch später bereitstelle. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen 5.5. Vollmondstag. Und sende ganz, ganz liebe Grüße zu euch. Ja. Und wenn du am 1. Juli mit dabei sein willst, dann schreib mir eine E-Mail an moin@steffifischer.com. Ich freue mich, alles Liebe und bis ganz bald.